Das Pendel schwingt nicht mehr, die Uhr steht. Mit viel Glück ist es nur eine Kleinigkeit. In der Werkstatt ist der Regulator nur eine antike Schönheit unter vielen, aber dennoch eine Besonderheit. Die Uhr ist zwischen 1880 und 1885 gebaut worden, in der Manufaktur von Gustav Becker. Gustav Becker war eine Manufaktur in Schlesien. Gustav Becker selbst hat seine Lehrjahre zum Teil in Wien verbracht, bei renommierten Uhrenbauern damals für Wiener Regulatoren, hat dann schließlich nach der Gründung seiner Manufaktur in Schlesien eigene Uhrwerke gebaut, die also den Wiener Regulatoren im Grunde genommen gleichen. In der Scheune hatte ich auch nur die Gelegenheit, von hinten drauf zu schauen. Und um den Fehler zu finden, muss man alles zerlegen. Der günstigste Fall ist einfach die schlichte Verunreinigung, also dass Öle im Laufe der Zeit hart geworden sind. Ja, und ich denke mal, was Schlimmes wird es nicht sein. Zunächst kommt das Zifferblatt samt Zeigern runter, dann die Deckplatten des Uhrwerks. Aus mehreren hundert Teilen kann ein solches Werk aus Messing und Stahl bestehen. Ihre Energie beziehen Regulatoren aus den eingehängten Gewichten. Hier ist eine Darmseite, an der die Gewichte dranhängen. Die ist ganz einfach verschlissen. Also wenn man die jetzt nochmal verwenden würde, dann bestünde die Gefahr, dass sie reißt und anschließend die Gewichte im Gehäuse runterfallen und das Gehäuse zerstören. Das Metall sieht matt aus. Kleinste Verschmutzungen lassen sich mit ungeübtem Auge kaum erkennen. Nach Verunreinigungen in den Lagern, in den Gleitlagern, und hier ist auch wirklich schon das Öl etwas ausgehärtet, sodass das aller Wahrscheinlichkeit nach der Grund dafür war, dass die Uhr also stehen geblieben ist. Also ist erst einmal eine Grundreinigung angesagt. Eine Ammoniak-Wassermischung wirkt Wunder gegen Altölverschmutzungen. Also das werden wir jetzt 2,5 bis 3 Stunden in der Flüssigkeit belassen und danach ist der Reinigungsprozess abgeschlossen. Ammoniakwasser reinigt zwar hervorragend, hinterlässt aber störendes Wasser auf dem Metall. Das ist jetzt Petroläther. Petroläther setzt man ein zur Wasserverdrängung. Also das heißt, um die ganze Feuchtigkeit daraus zu bekommen, sodass also die ganzen Stahlteile keinen Rost ansetzen. Messing und Stahl erstrahlen in neuem Glanz. Aber sind die wichtigen beweglichen Teile auch sauber? Sehr gut ist das geworden. Also aus den Trieben sind die ganzen Verschmutzungen weg. Jetzt gucken wir uns mal die Lager an. Ja, das sieht ordentlich aus. Weitere Schäden hat er keine entdeckt, bis auf die verschlissene Seite aus Katzendarm, an denen die Gewichte hängen. Also ich werde jetzt zunächst mal die Darmseiten wieder an den Antriebsrädern, in den Trommeln befestigen. Dazu müssen wir einen Teil öffnen und die Seite wieder einhängen. Für Dietmar Köster sind Uhren nicht nur Zeitmesser, sondern auch Zeugen der Geschichte. Passion und Präzision gehen hier Hand in Hand. Ein guter Uhrmacher sollte eine ruhige Hand haben, viel Geduld und vielleicht auch ein gutes visuelles Gedächtnis, um sich die Unterschiede der einzelnen Werktypen einzuprägen. Regulatoren wurden bereits im 19. Jahrhundert industriell gefertigt.
Heute allerdings brauchen die Oldtimer einzigartige Fähigkeiten und Pflege, damit sie nicht nur die Zeit anzeigen, sondern auch überdauern. Das Uhrwerk von 1850 sieht wieder aus wie neu. Fehlt nur noch hier und da ein Tropfen Öl. Uhrenöl hat eine besondere Eigenschaft, nämlich an der Stelle zu bleiben, an der es eingebracht worden ist. Ja, wenn Sie jetzt beispielsweise Nähmaschinenöl oder anderes Haushaltsöl nehmen würden, das hat eine andere Viskosität. Und das will damit nicht den Zweck erfüllen wie Uhrenöl. Uhrenöl muss immer an derselben Stelle bleiben. Jetzt habe ich das Zifferblatt wieder auf das Uhrwerk draufgesetzt. Zum Schluss kommen die Zeiger. Also wir können erst die Funktionsfähigkeit komplett testen, wenn das Uhrwerk im Gehäuse drin hängt und die Gewichte eingerenkt sind. Ein spannender Moment. So, um alles zu testen, müssen wir erstmal diesen schönen geprägten Pendel anhängen. Danach das Uhrwerk. Ja. Und letztlich die Gewichte. Wird der Regulator wieder seinen Dienst erfüllen? Also die Uhr läuft sehr sauber und auch symmetrisch. Ich bin zufrieden damit. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.